Moin, da bin ich wieder, zweiter Part. Und im letzten Part habe ich ja über Victoria 2 geredet. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, auch belastend. Ich weiß nicht, vielleicht drehe ich über Europa Universalis, muss ich ja nicht mehr reden. Könnt ihr eh angucken, auf meinem Kanal habe ich das gebracht. Vielleicht bringe ich auch mal ein Victoria 2 Let's Play. Wäre auch eine feine Sache. Ja, vielleicht drehe ich, glaube ich, rede jetzt auch weiter über Victoria 2. Und über Kampfsystem und Krieg. Diplomatie. Ja, es gibt. Also, Krieg läuft so ziemlich so ab. Man braucht kein. Also, Kriegsgrund kann man da selbst schon auswählen. Man muss sie nicht generieren. Wie in Europa Universalis. Und. Da kann man halt einen auswählen. Je nachdem bringt das aber irgendeinen Malus. Das halt, Malus ist, glaube ich, das Gegenteil vom Bonus, soweit ich so mich recht auskenne. Und ja. Und das ist halt eigentlich so, man wählt den Kriegsgrund aus, erklärt den Krieg, bittet die Bündnispartner um Beistand, um Beitritt, dass die reinkommen. Dann ist man im Krieg. Man kann die Truppen, man kann ja Truppen bauen. Komm, jetzt darf ich nicht fehlen. Komm. Bin ich irgendwie zu unfähig oder so? Ich war auf der Plattform, aber natürlich nicht auf diesem Spawn-Dings. Auf diesem Spawn-Point. Das war's mal wieder komplett. Daran merkt man, dass ich würde jetzt nicht sagen Anfänger, habe ich ja schon im letzten Part gesagt, dass ich kein Anfänger bin. Ich bin kein Anfänger, aber ein Noob. Und das hat man an diesem Sprung eben gemerkt. Aber jetzt rasiere ich durch. Nicht. Ja, und dann kann man halt seine Truppen auswählen. Man kann halt verschiedene Truppen auch durch verschiedene Truppen und Boote, Schiffe, würde ich eher sagen, weil Boote sind das ja nun auch nicht mehr. Verschiedene Schiffe und Truppen halt auch freischalten durch Technologien und Erforschungen. Ja, Technologien sind das, glaube ich, wenn man Sachen erforscht. Und ja, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und ja, dann kann man mit den Truppen, die so wie halt in Europa ist alles auswählen. Dann kann man halt jeweils auf die andere, auf die gegnerischen Felder gehen, so wie in Europa ist alles auch. Eine Schlacht läuft ein bisschen anders ab, da kommt nicht dieses Fenster unten links und es wird auch nicht so deutlich angezeigt, wie viel jeder führt oder so. Also es wird nicht so deutlich angezeigt. Es wird halt, wird das rot. Ich glaube, wenn unten der Balken, wo die Einheiten draufstehen, wie viele das sind, wenn der rot ist, entweder, ja, dann läuft das nicht so gut in der Schlacht. Dann ist es meistens, dass man eine, dass man Verluste erlitten hat und auch wenn man zum Beispiel hohe Zölle hat und nicht alles kaufen kann für die Soldaten, so Unterhalt bezahlen kann und ja, also Wehre tat und so, wenn man nicht alle, nicht zum Beispiel nicht die Waffen oder Konservendosen für die Ernährung hat, also, dann erleidet das ja auch Zermürbung und das wird dann halt unten dann rot angezeigt. Jetzt aber. Ich möchte nämlich auch bald fertig werden. Ich muss das auf einem Stück aufnehmen und darauf habe ich gerade keinen Bock. Ich kann das ja noch nicht so speichern, weil das ja ein Server ist. Was dann ja auch wiederum belastend ist. Übrigens, falls ihr mal mit mir spielen wollt, in irgendeinem Spiel, was ich habe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr Discord habt, könnt ihr dann ja, könnten wir uns, oder auf TS, Discord oder TS, könnten wir uns dann darüber unterhalten. Wie und wann und wo und wie und was, ja. Wenn wir dann spielen, dann, ja. Ihr könnt ja sehen, was ich habe, indem ihr auf YouTube guckt, was ich so alles gebracht habe. Das werde ich sicherlich noch besitzen, die Spiele, schätze ich mal. Außer es ist so lange her, dass es noch auf dem anderen PC war.
Aber Minecraft und so habe ich ja jetzt auch hier. Bus-Simulator. Die ganzen Sachen von Steam, die ich mir da gekauft habe, so wie Bus-Simulator. Kostenlosen Sachen kann man ja eh wieder downloaden. Aber die gekauften sind ja immer noch in der Bibliothek. Muss man nicht noch extra kaufen, nur man muss die halt noch runterladen. Das ist halt manchmal ein bisschen nervig, weil es Zeit kostet, aber so ist es halt. Aber man besitzt die noch. Ja. Diplomatie, man kriegt halt Diplomatiepunkte. Zum Beispiel mit 2 Diplomatiepunkten kann man Beziehungen verbessern und mit 1 Diplomatiepunkt kann man halt Militärzugang, Bündnis und alles so machen. Und die haben halt auch wie in Europa und jetzt alles eine Meinung von einem. Ich meine, es gibt viele Features, die so in, wie die da sind, so wie in Europa Universalis. Da das ja eh die gleichen Macher sind. Also auch die gleichen Publisher. Paradox. Grüße gehen raus. Obwohl wir uns nicht kennen. Ich kenne Paradox schon. Weil so nicht die Leute, die da drin sind, oder auch nicht so. Keine Ahnung. Einfach so, ich kenne die nicht. So. Aber Grüße gehen raus an euch. Ihr seid eigentlich einfach klasse. Ihr macht coole Spiele. Sollt auch weitermachen. Also. Über Paradox-Spiele. Parade to Rome ist, glaube ich, schon draußen. Ja, Parade to Rome ist draußen. Das habe ich so mitgekriegt. Werde ich mir auch holen. Und ich freue mich auch besonders auf den EU4-DLC, der dieses Ende dieses Jahres rauskommen soll. Ende 2019. Und ja, es wird einfach nice. Ich hab irgendwo gelesen oder keine Ahnung, in einem Video gesehen, dass da der Fokus auf Europa sein soll, was mir sehr gut gefällt, weil ich ja eh sehr oft Europa spiele. Und ich hoffe, das wird auch ein bisschen, dass manche Features verbessert werden, auch wenn sie schon gut sind, einfach vergrößert oder erweitert werden. Oder einfach neue Features im Menü dazukommen. Also in dieser Leiste oben, in diesen Leisten. Das würde ich mir halt wünschen. Ich glaube, ich habe sogar gehört, ich weiß nicht genau, ob das sogar ein neuer Staat in Europa eingefügt werden soll oder so. Da lasse ich mich auf jeden Fall überraschen. Das wird auch nice. Da habe ich wieder verkackt. Ist gar nicht so einfach. Ihr könnt es ja selber spielen. Ihr seht ja den Namen, geht einfach auf Jump World. Ich glaube, den Server gibt es nicht auf PE, also Pocket Edition. Wäre ja, glaube ich, auch ein bisschen umständlich. Schon hier auf dem PC ist es gar nicht so einfach. Wäre dann, glaube ich, auch umständlich auf dem Tablet oder auf dem Handy. Das so gut hinzukriegen. Da würde sich ja auch eine oder andere eine halbe Stunde brauchen. Da habe ich mal wieder gefällt. Man kennt. Übrigens, was haltet ihr vom Best-of? Von einem Best-of, was ich vielleicht mal rausbringe. Findet ihr es krass? Vielleicht als 30 Abo-Special einfach so ein Best-of. Storm LP. Wenn sicher die einen oder anderen lustigen Szenen dabei sein. Oder auf jeden Fall die einen oder anderen Szenen, wo ich ziemlich hart failen werde. Zum Beispiel, wo Europa, oder wo Minecraft-Universum abstürzt. Alles nur, weil ich von TechGuns die Lampe abgebaut habe. Ja, so schnell kann es passieren. Aber für die Leute zum Beispiel, die auch auf PE, also Windows 10 Edition, das ist ja, glaube ich, das gleiche wie PE, also die das auf dem PC spielen und sich, keine Ahnung, und das irgendwie haben, aber nicht das, die Java Edition, also die eigentliche Edition halt für den PC, die sollten sich die unbedingt mal zulegen. Einfach weil man hier auch mit Mod spielen kann. Das schon ziemlich nice ist. Was haltet ihr davon, dass ich vielleicht mal Mod-Previews in Minecraft mache? Oder so. Wäre mal ganz interessant. Da würde ich sicher den einen oder anderen Mod auspacken. Wir haben schon fast 400 Versuche. Ja gut.
Sicherlich wird der Titel ziemlich groß, weil ich ziemlich viele Sachen reinschreiben muss. Ja, Mann. Übrigens, ich glaube, zu einem Kommentar oder so. Irgendwer wollte, glaube ich, beim Botanias Quest mitspielen. Das geht nun leider nicht. Es würde vielleicht gehen, wenn ich das zum Server mache. Ich habe keinen Bock, das so zu bezahlen. Den Server muss man ja mieten oder kaufen. Und, ja. Ich habe keinen Bock, das so zu machen. Ja. Weil, erstens, das kostet was und. Und ich deshalb, und wenn ich auch keinen Server habe, kann ich die Welt jetzt nicht einfach in Multiplayer stellen. Die ist ja eh Singleplayer. Ist ja eigentlich auch als Singleplayer-Projekt ausgelegt worden. Oder rausgebracht worden. Von mir. Und deshalb, ja. Ich glaube sogar der Hauptfokus auf diesem Video liegt nicht mal an dem Jump World, sondern liegt, wo ich ja auch gerade extrem fehle, sondern liegt am Talken. Manche fragen sich sicherlich jetzt, kann man so schlecht in Minecraft sein? Die selbst so nicht mal hinkriegen, einen ganzen Baum korrekt dazu. Ich meine, ich bin noch nicht in der Übung. Ich habe ja gesagt, ich habe Victoria 2 gezockt und nicht Minecraft. Und ich glaube, das letzte Mal Minecraft habe ich. Ja, gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, aber das letzte Mal Minecraft habe ich heute gespielt. Ich. Gar nichts. Ne. Da könnt ihr nicht sagen, ich wäre nicht eingespielt. Aber ich habe nur auf dem CityBuild-Server gespielt, also auf so einem Server von so einem YouTuber. Also nicht so richtig CityBuild, sondern auch so Farmwelt und so. Wo es Grundstück gibt, das ist ja eigentlich CityBuild, aber halt so ein bisschen anders. Ich glaube, ich würde das nicht direkt CityBuild nennen. Aber das ist ja auch egal, wie man es nennt. Es gibt halt ein Grundstück und. Ja, und der Streamer ist auch ziemlich klein. Also, klein würde ich jetzt nicht behaupten. Er hat halt über 1000 Follower auf Twitch. Ich weiß nicht, auf YouTube sicher auch ein paar tausend Abonnenten. Und deshalb. Ja, klein ist er nicht, aber. Man muss sich mal so vorstellen, so zum Beispiel so 4000 oder so 1000. Zum Beispiel, wenn man so YouTube guckt oder so. Oder allgemein, es gibt ja viele YouTuber. Zum Beispiel, es gibt ja viele Minecraft-YouTuber, die ich so früher oder immer noch gucke oder geguckt habe. Die halt so 100.000 bis 1 Million haben. Man denkt dann so. Also, man stellt. Warum habe ich hier nicht gesprintet? Man stellt sich halt so vor, das sind halt so die Standardgröße, so die normale Größe, die halt viele haben. Aber das sind schon ziemlich viele. Aber eigentlich so 4000 oder 4000 oder so ist auch schon ordentlich was. Irgendwie, man denkt so, wenn man so große YouTuber oder so guckt, dass es dann alles so kleine Streamer oder YouTuber sind. Aber ich meine, ich würde, glaube ich, bei ziemlich vielen sagen müssen, dass sie groß sind, da ich ja selber nur 30 Abonnenten habe und 5 Follower auf Twitch. Könnt ihr auch mal reinfollowen bei twitch.tv/stormlp1337. Ja. Aber guckt auf euch auf jeden Fall auch meine Europa Universalis Let's Plays an. Wo ich auch ziemlich reinscheiße. Was auch ziemlich belastend ist. Ich habe keinen Bock, das jetzt so lange zu machen. Und ja, ich bin hier einfach schon 36 Minuten drin, das ist unnormal. Ich möchte jetzt endlich zu dem nächsten Punkt kommen. Wir haben schon ungefähr so die Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich mache jetzt jeden Sprung einzeln. Ich habe Angst zu verkacken. Ja, da sieht man mal wieder dran, dass ich schlecht bin. Ich bin am Verzweifeln an dieser Map. Ich hätte die nicht auswählen sollen.
In GTA hätte ich jetzt gesagt, obwohl ich kein GTA habe. Ich hätte die Prozentzahlen erstmal angucken müssen, mir. Wie viel Prozent die jetzt die Map hat. Wie viel schaffbar die ist, würde ich jetzt. Wie viel möglich die ist. Oder wie viele Leute die geschafft haben. Geschaffen. Ich komme gerade nicht drauf. Geschaffen haben. Geschafft haben. Ja, doch geschafft haben. Ist sogar das korrekte Wort dafür. Schön. Und das war jetzt mal wieder so eine Aktion. Da denkt man sich so, ja, erst. Ich komme eigentlich einigermaßen weit. Na gut, für die meisten ist das sicher nicht einigermaßen, sondern gar nichts. Ich komme einfach. Ich komme einfach ein bisschen. Da ist ein anderer. Das sind andere. Lol. Ich komme. Aber der ist auch nicht viel besser als ich. Ich bin halt gar nicht so schlecht, aber dann mache ich irgendeinen harten Fail, wo ich dann total rauskomme. Safe werde ich diese Map so beenden, weil ich eh keinen Bock mehr habe aufzunehmen. Och Mann, ist so lächerlich. Ich glaube, der ist rausgegangen. Aber ich werde nicht einfach rausgehen, weil ich ja eh YouTube-Video mache. Das deshalb ein bisschen dumm wäre. Da ich ja das, da ich, das ist ja mein Job ist, hier das zu machen, auch für YouTube. Also das ist nicht mein Job, ich verdiene damit nichts. Kappa. Ich würde natürlich die Monetarisierung anschalten, wenn ich es könnte. Damit ich erstmal ordentlich Cash in meine Tasche krieg. Cash, ja mein. Mann, warum springt der durch? Ist doch lächerlich. Ist doch einfach nur lächerlich. Mann. Ich könnte die Maps selber spielen. Ich glaube, deshalb weiß ich, warum die ein Tagessieger geworden ist. Weil die so schwierig ist. Nicht die Maps, die einem gefallen, werden Tagessieger, sondern die schwierigen. Meistens ist das ja auch so. Warum schaffe ich diesen Jump nicht? Das ist doch eigentlich ein normaler. Ja gut. 3-Block-Jump, würde ich glauben. Würde ich tippen. Vielleicht sogar nur 2-Block-Jump. Aber immerhin größer als ein 1-Block-Jump. So, jetzt. Mann! Ich bin einfach schlecht. Bin ich jetzt? Ich warte noch 10, ich warte noch 10 Minuten, weil ich diese Stelle dann nicht schaffe, wenn ich die Map keinen Bock mehr. Dann sage ich, dann heißt der Titel abgebrochen nach 45 Minuten. Ich meine, so eine Map, so ein Minecraft Jump'n'Run Profi, der ich ja nun wirklich nicht bin, der würde sich ja hier so eine Map nach 15 Minuten schaffen. Alles First Try durchrattern. So ein einfacher, ich mag auch eher Jump World so. Da haben mich die Jump'n'Runs auch früher immer so abgefuckt, eher. Ich habe immer eher gern so Quiz gespielt, so YouTuber-Quiz oder so. Was halt auch ziemlich witzig ist. Mann. Hätte ich früher abgesprungen, hätte ich es nicht geschafft. Hätte ich später abgesprungen, wäre ich sicher runtergefallen, bevor ich springen konnte. Geht doch nicht. Der erste Teil, die Leute sind so richtig motiviert. Er ist eigentlich ganz gut vorangekommen. Im ersten Teil so. Und dann so zweiter Teil nach 45 Minuten abgebrochen. Ja. Okay. Dumm gelaufen, ne?
Aber es besteht natürlich noch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich das doch noch schaffe. Ja? Profi. Ich würde es, glaube ich, doch nicht abbrechen. Ach Mann. Boah, meine Finger tun irgendwie ein bisschen weh, weil ich hier, glaube ich, zu doll auf die Tasten drücke. Mann. Weil hier der erste Jump ist eigentlich leicht. Zweiter auch. Der auch. Weil das halt nicht so gerade Jumps sind, sondern halt so Schräg-Jumps, wo man halt gut auf die Kante kommt, auf die andere. Das war jetzt dumm, weil ich abgebrochen habe zu laufen. So. So komme ich immer durch. Dann hier aufs Obsidian-Ding. Dann diese Stelle. Oh, sie hat er geschafft. Oh mein Gott. Die auch. So weit noch. Shit, man. Shit, man. Nicht Hitman, sondern Shitman. Ich war auf dem Redstone. Ich war quasi auf dem Redstone. Ja, noch. Ich war quasi auf dem Rotstein. Aber dann ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben alles verloren. Unser aller Fortschritt. Traurig. So. So, jetzt tryhardet er da durch. Da kennt er nichts mehr. So, zack. Mein Gott, da tryhardet er wirklich durch. Mann, warum macht man auch so einen Sprung? Warum macht man auch einen Seelensandsprung? Wo man total drauf stackt, Alter. Ist doch einfach nur lächerlich. Das ist der Server hier eigentlich deutsch, die Mulga, ja, oder? Glaube ich schon. Och, meine Finger. Das ist doch einfach. Och, und dann fail ich auch noch so dumm. Guck, dieser Jump ist schon schwieriger. Weil das sind 1, 2, doch, das sind mindestens. Und dann geht er ins Inventar und stirbt. Weil das sind mindestens 3 Blöcke. Mindestens. Ja, so. Das ist halt immer so ein bisschen misslich. So, ich muss erstmal ausruhen. So ein bisschen meine Finger hier schonen. Und dann geht's weiter. Ich bin schon krank. Wenn dann auch noch meine Finger wehtun. Das ist einfach nur dumm. So, wir haben die 45 Minuten. Pff, ist ja gar nicht mehr weit. Muss nur bis da oben hin. Wir haben erst so ungefähr die Hälfte. Nach 45 Minuten. Na gut, man muss dieses Wollteil mit einberechnen, da das ja hier nicht gerade da ist. Dieser Jump ist auch schon etwas schwierig. Weil es ist halt ein Dreier-Jump. Dann auch noch so von so gerade auf so eine Kante klatschen und dann erstmal, wenn man es geschafft hat, schön zurücksetzen, weil man es kann. Das sind so Sachen, die ich gar nicht leiden kann. Dann nach hinten laufen und runterfallen. Danke dafür. Danke dafür, Herr Blali. Wie viele Tries habe ich? 500 Tries. Ist doch lächerlich. Komm, Kürbiskopf. Och Mann, Palle. Sei doch ein bisschen einfacher. Muss jetzt extra noch sneaken, wenn ich zurücklaufe. Oder was? Damit ich nicht komplett runterfalle. Die, die das gemacht haben, sind jetzt schon wieder weg. Ich glaube, jeder, der diese Map anfängt, hat keinen Bock mehr.
Aber ich habe es immerhin einigermaßen gut geschafft. Oh doch! Da ist sogar einer, der ist noch ganz gut dabei ist. Die haben anscheinend doch nicht abgebrochen. Guck, seht ihr, da ist Mama krank. Ich glaube, die sind erst so seit 5 Minuten da. Ich gucke halt auch nicht so runter. Und dann sind die schon seit der Stelle, bei der Stelle, wo ich selbst nach. Guck, jetzt schreit er einfach durch. Bei der Stelle, wo ich nach 45 Minuten oder nach 40 Minuten, ne, nach 42 Minuten bin, ist der in 5 Minuten. Ich habe keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Wie soll man den Jump schaffen? Und der guckt, der ist einfach schon da. Der ist einfach schon da. Aber ich glaube, ich weiß. Rüber. Der wird es auch nicht schaffen. Na klar, ne? Er schafft's einfach. Aber jetzt kommt der Pro. Nee, kein Bock mehr. Ich gehe noch auf die 50 Minuten, weil ich dann immer noch hier sitze. Ich bin fast eine Stunde hier dran. Glaubt ihr denn auch? Dann glaubt ihr auch nicht, dass ich hier noch weitermache. Ich gebe mein Bestes. Wo ist der Typ? Ach, da kommt wieder Portal Action. Und dann gibt es noch längeren Teil. Das gefällt mir nicht. Könnten die nicht nach jedem Sprung Checkpoint einbauen? Das würde, glaube ich, mir helfen. Das würde mir deutlich helfen. Okay, eine Minute noch, glaube ich nicht, dass ich das noch schaffe. Okay. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee. Okay, das Video dauert auch schon 27 Minuten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen Unterhaltung, so ihr wisst. Und dann, ja, ciao.